Herzlich willkommen zu einer neuen MyLight-Folge. Wir waren wieder bei Aldi, beziehungsweise Uwe war bei Aldi. Und er hat eingekauft. Aldi aktuell war wieder, ja, waren wieder ein paar Sachen dabei, die wir haben wollten. Und da hat der Uwe mitgenommen solche nachgemachten Gummischuhe, so eine Crocs, die waren jetzt halt im Angebot. Ich nenne die jetzt Crocs, aber wir wissen ja alle, das sind keine. Die nimmt er halt für den Garten unten und ja, dafür reicht es, ne? Dann ist mitgekommen 369 eine ganze Kiste Milch. Wow, die ist aber echt schwer, ne? Also ganze Kiste Milch und zwar die 3,5% fetthaltige Milch durfte wieder mit einziehen. Dann, ach guckt, hier hat er mir den Bon hingelegt. Das ist ja super. Und zwar, Leute, haben die Gummischuhe 4,99 € gekostet. Die stehen als Herrensommerklocks da. Dann hat die Milch pro Paket hier 99 Cent insgesamt gekostet 11,88 €. Dann hat der Uwe für mich wieder ein 9er-Pack von den kleinen Wasser mitgenommen. Das ist, wenn ich unterwegs bin oder am Bett oder sowas, da braucht diese kleinen und die hat er mitgenommen und die haben gekostet. Ja, 1,29 €. Dann geht es weiter mit einem 6er-Pack große Selta für 1,74 €. Diese hier. Ich trinke ja das stille Wasser, obwohl das echt ganz schön langweilig im Mund ist, ne? So, und dafür jedes natürlich auch Pfand 25 Cent, genau. Dann hat der Uwe sich mitgenommen Bäckerbrötchen und ein Fitnessbrötchen und die hat er aber schon unterwegs aufgefuttert, weil er gesagt hat, er brauchte Stärkung. Ja, kann ich natürlich verstehen. Kann ich euch aber deshalb nicht zeigen. Dann wollte ich eigentlich noch mal von dieser Flying Ghost Süß-Sauer-Soße haben. Und hat da mitgebracht. Und darüber freut mich natürlich sehr. Ich liebe diese süß-saure Gurke, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Soße. Sehr, 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 sehr lecker. Die kam, ich sag's euch gleich, Moment. Ich hab's nämlich wieder vergessen. 3,49 €. Ein so ein Ding. Dann hat der Uwe mitgebracht nochmal für 2,29 € das Sesamöl. Und das finde ich natürlich auch toll, ne? Ja. Wollte ich gar nicht haben, aber eher offensichtlich. Und unterm Strich freut mich natürlich darüber, dass er es mitgebracht hat. Dann steht hier noch drauf Schwarzwälder Schinken für den Uwe für 2,69 €. Das ist dieser hier. Ich habe den früher wirklich sehr, sehr gerne gegessen. Im Moment traue ich mich da noch nicht ran, weil faserig, ne? Dann zweimal von den Küchenmesser-Sets für je 3,99 € ist mitgekommen. Ja, das waren aber nicht die, die ich wollte. Also Uwe hat diese gemischten mitgebracht. Steht das hier hinten drauf? Schälmesser, Gemüsemesser und Tomatenmesser ist hier drin. Ich wollte aber die Brotzeitmesser haben, dann ist er nochmal tatsächlich los, obwohl ich es gar nicht wollte, weil es hätte jetzt auch gereicht, ne?
Aber dann hat er mir nochmal meinen Wunsch erfüllt und die Brotzeitmesser mitgebracht. Diese Brotzeitmesser, die kenne ich ja von Gefo. Das sind diese hier. Und ich nehme die unfassbar gerne zum Tomate schneiden und so was, so aufs Brot halt, ne? Ja, deshalb. Den Wunsch hat der Uwe mir erzählt und hier pro Packung, ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, 3,99 € gekostet. So, dann können wir mal wieder ein paar alte, stumpfe Messer aussortieren. Und dann kommen die halt als Ersatz. Mitgekommen sind auch wieder Sherry-Dattel-Tomaten, 1 Kilo für 2,49 €. Das sind diese hier. Unfassbar lecker und ich freue mich so sehr, dass der Uwe inzwischen tatsächlich sowas auch snackt, ne? Das ist, dass er dazu greift und nicht zu irgendwelchen Keksen oder irgendwas, was wir ja sonst immer gemacht haben. Und er ja eigentlich auch noch. So, dann haben wir noch das Körner Balance Sandwich Brot. Dieses mag Uwe offensichtlich auch sehr gerne. Und das hat gekostet 1,79 €. Jetzt fehlt mir hier aber noch ein Bon, denn hier stehen noch ein paar Sachen mehr. Aber den Bon hat er mir nicht hingetan, weil ich habe euch ja gerade erzählt, er ist ja nochmal los, um mir die Brotzeitmesser zu holen. Und da hat er dann nochmal mitgenommen Edamer Scheibenkäse, also diesen hier. Zweimal. Keine Ahnung, was die jetzt kosten. Babybel. Ich meine, die hat Aldi gerade im Angebot für 1,69 €. Wenn ihr das auch liebt, schaut mal vorbei. Und natürlich, er hat die ja schon probiert, die Würstchen hier. Dicke Sauerländer Bockwurst. Für 2,49 € glaube ich waren die, aber ich weiß das jetzt auch nicht mehr so genau. Die haben ihm super lecker geschmeckt. Die waren richtig schön würzig und ja, da hat er sich jetzt nochmal eine Dose mitgenommen, weil die halt so toll war. So, das war es jetzt aber wirklich alles, was wir hier auf diesem Bon ausgegeben haben, kann ich euch jetzt zeigen. Ich weiß aber nicht, was jetzt der Rest hier noch dazu gekostet hat, aber sagen wir mal rund 60 € vielleicht. Ich zeige euch das. Moment. Musstet nur ordentlich falten, ne? So. Ja, das Geld geht weg wie warme Semmeln, Leute. Kannst du machen, was du willst. Ich werde jetzt mal schnell im Kühlschrank tun. In den Jürgen. So. Dann Uwe noch beim Aldi in Tegel, weil unser Aldi das nicht hatte. Und weil ich wollte nämlich Outdoor-Teppiche haben, beziehungsweise einen Teppich für den Balkon. Hatte aber Aldi nicht. Die sind der Meinung, das kommt nächste Woche erst. Aber ich war gerade noch mal gucken mit Uwe zusammen. Und die Outdoor-Teppiche stehen für heute drin. Ja, ist jetzt ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ich muss hier leider überall Licht anmachen, damit ihr seht, was ich euch noch zeigen will. Auf jeden Fall im Zuge dessen war er bei Blume 2000. Yay! Und hat mir diese Monstera mitgebracht. Samt Übertopf, ne? Also die Monstera hat 20 € gekostet. Und der Übertopf nochmal 16 € und hier ist dann auch schon die tolle Pflanzenlampe am Start, die wir von der Martina haben und die darf denn da ja die Monstera beleuchten, weil ich vermute mal hier hinten ist doch ein bisschen wenig Licht. Allerdings weiß ich, dass die Monstera sehr dankbar ist. So, ich muss ab und zu mal auf den Balkon gucken, weil ich auch Hermes erwarte. Und natürlich gehen ja unsere Klingeln wieder nicht, ne? Das ist ja wie ja. Ja. Aber kein Hermes-Auto zu sehen.
Dafür DHL, aber von DHL erwarte ich diesmal nichts. Na gut. Können wir wieder renieren. So, das war es jetzt erstmal an der Stelle. Da ist übrigens die Kira, ne? Hey, Rübi. Na? Die Rübe? Wer ist denn hier die Rübe? Du, ne? Ja. Die kleine Maus. Ah, oh, das ist gegen das Licht. Das ist nicht gut. Na gut, ich werde jetzt nochmal auf den Uwe warten, denn der Uwe. Denn Uwe ist schon wieder unterwegs. Ihr wisst ja, der hat ja immer Hummeln und Popo. Und deshalb übrigens die Leuchte-Tierchen, ne? Die haben wir hier hingestellt. Und die leuchten ordentlich. Das sieht schon ein bisschen creepy aus, ne? Wenn da die Augen dich anleuchten. Ja, aber funktioniert super. Ist schon sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Dann möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei euch bedanken, immer noch, ne, für eure lieben, lieben Glückwünsche, die immer wieder noch nachkommen. Ihr seid wirklich der Hammer. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Einen dicken Flying Kiss in eure Richtung für die Liebe, die mir entgegenschlägt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich freue mich da immer noch sehr drüber. Und ja, auch für die Rezepte, die ihr mir per E-Mail schickt oder privat einfach schickt oder irgendwelche Tipps und so weiter, da bin ich immer sehr, sehr dankbar und ich freue mich. Und ich möchte noch mal kurz das Community-Handy ansprechen. Ich werde natürlich die Nummer hier noch mal einblenden, denn das scheint zu Verwirrungen zu sorgen. Dieses Community-Handy ist natürlich für unsere Community gedacht, also für euch selbstverständlich, aber es ist keine Gruppe. Als wir damals die Abstimmung gemacht haben, ob ihr eine Gruppe wünscht oder ob das lieber so privat bleiben soll, war die Mehrheit für privat. So im Nachgang finde ich das auch eigentlich viel, viel besser, weil so eine Gruppendynamik kann auch mal ganz schnell aus dem Ruder laufen. Und ja, deswegen bleibt das auch im privaten Rahmen. Also wenn ihr mir was über diese WhatsApp-Nummer schreibt, die ich immer einblende, dann geht das privat an mich und an Uwe und kein anderer wird das lesen. Natürlich habe ich nicht wie bei dem richtigen Handy und ja, bei dem privaten Umfeld so die Zeit, immer alle ja, zeitnah zu beantworten, aber ich bemühe mich sehr und ich glaube, in den meisten Fällen funktioniert das auch, aber das ist halt privater Rahmen und keine Gruppe. Wer also eine Gruppe erwartet, der wird enttäuscht sein, das ist privat, ne, für uns. Insbesondere natürlich auch, weil wir ganz viele Schätzelein haben, die keinen Google-Account haben, also um bei YouTube posten zu können, einen Kommentar zu verfassen, muss man ja angemeldet sein. Und wenn man sich anmeldet, muss man ein Google-Konto besitzen oder zumindest eine E-Mail-Adresse irgendwie. Aber ich glaube, das ist schon abhängig von dem Google-Konto. Oder ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist schon so viele Jahre her. Und es sind ganz viele, die das nicht haben und die halt nur gucken, aber dadurch halt nicht kommentieren können. Ne? Und die Schätzelein, die nutzen natürlich auch diese WhatsApp-Nummer und zu meiner großen Freude. Und so kann man halt auch mit den stillen Leuten, stillen Zuschauern in Kontakt treten. Und das ist einfach unfassbar schön. Ich freue mich da immer wieder, wenn sich denn jemand traut, weil das ja sicherlich auch ein bisschen Überwindung kostet, auch uns da per WhatsApp anzuschreiben. Es ist ja nicht jeder so extrovertiert wie wir jetzt, die quasi vor der Kamera stehen. Ne? Manche, die sind ja doch eher zurückhaltend und trauen sich vielleicht nicht. Und da ist so diese private Nummer, also es ist natürlich nicht meine private Nummer, sondern eine extra SIM-Karte für YouTube gekauft worden von uns. Und ja, das ist einfach schön, wenn ihr uns dann privat anschreibt und euch traut, uns ein paar liebe Worte zu schreiben, vielleicht noch mit
Mit dem Zusatz irgendwie, dass ihr sonst stille Zuschauer seid und ja, jetzt halt hier drüber mal Kontakt suchen. Ich finde das einfach toll. Aber das ist der Grund, warum wir diese Nummer haben. Und nicht wegen der Gruppe oder wegen einer Gruppe. Ja, im Prinzip ist es so gut, wie es ist. Aber wer, wie gesagt, wenn eine Gruppe erwartet, der findet keine. Das ist es halt. Das wollte ich nochmal kurz anmerken, weil das gerade wieder aktuell war. Dass jemand wieder angefragt hat, ob er auch in die Gruppe kann, ihr Lieben. Das ist keine Gruppe. Das ist privat bei, ne? Von Angesicht zu Angesicht sozusagen. Deshalb, also für mich die beste Idee, ich kann ja nicht mal sagen, die ich jemals hatte, denn diese Idee, die stammt von Andy. Ah, mein Schatz ruft an. Muss ich sein, verdammt und verrückt. Sein. Hallo mein Schatz, du bist online. Und na online im Video. Ah, schon wieder. Da bin ich jetzt nicht gekommen. Oh. Da bin ich also nicht gekommen und die haben keinen Quark. Jetzt kann ich erstmal rumfahren mit Quark. Weil die haben schon immer noch keinen Quark? Nee, da ist kein Quark mit bei. Ist keiner da. Wo bist du denn jetzt bei welchem Aldi? Oh. Also, Schätzeleins, ne? Da ist, wir waren ja, wann waren wir? Am Montag, ne? Seit Ja. Montag kein Quark. Nein, nee, dann lass es. Dann hol Quark von Netto oder was ist ja wurscht. Hauptsache ist Magerquark. Also, du musst jetzt nicht Käsesrundfahrt machen, deswegen. Und dann soll der Teppich halt nicht sein. Ich habe den Schätzelein gerade schon den Hall abgedreht und da habe ich den Teppich schon erwähnt. Ja, ach, schade. Ja, na gut. Kannst du nichts machen? Ach ja, ihr habt es mitgekriegt. Jetzt bin ich traurig. Die Outdoor-Teppiche sind scheinbar nirgendwo mitgeliefert worden. Ich finde, dass das echt schon zur Gewohnheit wird bei Aldi. So langsam entwickelt sich Aldi auch zu einer mexikanischen Würfelbude, habe ich das Gefühl. Naja, aber Leute, ne? Nicht über Dinge aufregen, die man eh nicht ändern kann. Was soll's. Was ich noch anmerken wollte, ist, oder mich bedanken wollte, ist für euer tolles Feedback zu meiner Abnahme. Es gibt zwar auch immer noch irgendwelche oberflächlichen oder unfassbar blinden Menschen, die kann immer noch keinen Unterschied sehen, aber ich selber, ja, sehe ja tatsächlich schon einen Unterschied. Und ich möchte mich natürlich bei euch allen bedanken, die ihr mir halt das Feedback gebt, dass ihr halt auch was seht. Dankeschön an dieser Stelle. Ja, okay, ich warte jetzt, bis Uwe wiederkommt, dann kann ich euch bestimmt nochmal was zeigen, was er wieder mitgebracht hat. Und, aber es wird kein Teppich sein. Sehr schade. Ja, ist die Freude groß? Ist Herrchen da? Da ist Herrchen. Hat das Na? ist schon wieder versteckt in deiner Arme, hinterm Ja. Rücken. Na, ich dachte hier. Oh. Heidelbeeren. Ah, wie cool. Dankeschön, mein Schatz. Ja, aber den Teppich. Gab's nicht. Nee. Sind leider nur Kulturheidelbeeren, aber der Mensch freut sich. Ich weiß auch nicht, im Moment ist noch nicht Heidelbeerzeit, Lubik. Nee. Ja, da freut mich sehr. Gehen wir mal gucken, was der Uwe noch gekauft hat. Ja, viele Sachen. Schon wieder. Wie, Viele Sachen. Schatz, wie oft warst du heute bei Aldi? Viermal? Viermal. Und alles verschiedene Aldi-Läden, ne? Ja. Na, zweimal bei demselben, um zu gucken, weil die gesagt haben, die kriegen erst noch. Und dann bin ich zu den anderen gefahren, da bin ich auch zweimal hingefahren. Ach du Scheiße. Ach, naja. So, und dann hast du all das, was du wolltest, da eigentlich nicht bekommen. Nö. Oh, lecker Quark. Macht stark. Hast du dann auch noch einen Bon? Von den anderen hast du auch keinen Bon, ne? Von Watten. Na, von den Doch. Messer und. Doch. Habe ich. Weil das hat den Schätzlein ja schon gezeigt. Herr Ja. Kira! Ganz schön aufdringlich. Nee, das ist der von dem anderen, aber du warst ja nochmal die Messer holen.
Und die Soße. Ah, nee, das habe ich jetzt nicht. Okay, dann ist kein Problem. Das habe ich jetzt nicht, nee. Leute, bevor ich jetzt euch das hier zeige, möchte ich euch das hier zeigen. Eine Geburtstagskarte. Die hat mich ja auch noch erreicht und die möchte ich euch natürlich auch zeigen. Und zwar ist die von der lieben Eni und guckt euch doch mal an, wie süß sie das gemacht hat. Total süß. Also draufsteht, bleib wie du bist, denn so hast du dein Herz am rechten Fleck. Lieben, lieben Dank, Eni, dafür. Und das ist eine total süße Karte und zwar mit Rosen zum Geburtstag. Viel Glück steht drauf. Wunderschön. Und Eni, ich habe keine Ahnung, ob ich es vorlesen darf, weil nicht draufsteht, dass ich es nicht vorlesen darf. Deshalb lese ich es jetzt einfach vor. Und Eni hat geschrieben, 2024 im Mai. Hallo liebe Susi, ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag und natürlich viel Gesundheit. Habe für dich zu deinem Geburtstag eine Kleinigkeit dir geschickt, fühl dich gedrückt und nochmals Happy Birthday. Liebe Grüße an Uwe und Kira. Wuff, wuff, Gruß, Eni. Oh, und das ist so süß gestaltet. Lieben, lieben Dank, Eni. Erstmal ein ganz, ganz dickes Herz für dich. Und dann war ja noch was drin in dem Umschlag, und zwar ein Kühlschrankmagnet. Und wie süß ist das bitte? In Anlehnung an Kira, weil Kira ist ja kein reinrassiger Corgi, aber ein Corgi ist mit drin. Und wie süß ist bitte dieser Kühlschrankmagnet. Ich freue mich da so unfassbar drüber, Eni. Vielen, vielen Dank. Und hier steht drauf, happy together. Und das sind wir ja wirklich alle, ne? Fröhlich zusammen, Familie, ja. Fröhlich. So, ich muss hier mal ein bisschen Platz schaffen. Für die Dinge, die der Uwe rüberbringen muss. Ne, die habe ich da schon alle den Schätzlein gezeigt. Ach so, ne? Ich glaube, es geht noch. So, Schatz, sei mal so nett, mach mal hier den direkt. Ich kann es dir ja mal zeigen. So. Ne, ne, vorne. Ist dran, ne? Genau. Oder willst du den an der Seite? Nein. Nein. Wir lassen den da dran. Ja, Eni, sei ganz lieb gegrüßt und ich freue mich da natürlich sehr drüber. Es trudeln ja immer noch ein paar Sachen rein, denn heute erwarte ich ja eigentlich, habe ich vorhin schon erzählt, nochmal zwei Geburtstagsgeschenke von Hermes. Aber ich hoffe, ich krieg die, weil die kenne ich nicht hier. Ich wiederhole mich. Hat sich Hermes auch gratuliert? Nee, aber mich nervt das so unfassbar, weil man ja schon wieder mehrfach bei der Hausverwaltung auch angerufen hat. Vergiss es, ne? Es wird einfach nichts gemacht. Nee. Und der Macher, der ja auch hier für die, dass da die Schornsteinversattung endlich mal behandelt wird, der ist in Urlaub, ja. Also wenn der Macher weg ist, sind dann nur noch die, der Hirnnutzer ist weg, sind nur noch die Hirnträger da. Ja. Also, kommt hier noch was dazu, Maus, oder? Alles. Das war alles. So, ein paar Bananen hat der Uwe jetzt noch mitgenommen. Wie gewünscht, 6-mal Magerquark. Ist jetzt natürlich von Netto, ne? Ja. Weil Aldi seit Montag kein Magerquark hat. Also, finde ich eigentlich ein Unding. Ja, hier steht halt auch Speisequark Magerstufe drauf. Freut mich sehr drüber. Und natürlich, wie eben schon gezeigt, frische Heidelbeeren. Ah, ich freue mich, denn ihr habt es ja letztes Mal gesehen, dass wir griechischen Joghurt genommen haben. Der müsste auch noch mal im Kühlschrank raus. Ja. Der Rest ist schon im Kühlschrank. Ja. Und da möchte ich natürlich Heidelbeeren und Walnuss oder Granola oder irgendwas. Leute, guckt euch mal die Bucke an und so schön wie die aussehen, aber die werden auch geschmacklos sein, weil Kulturheidelbeeren sind meistens ohne Geschmack. Mal gucken. Den Taste-Test. Ich zeige euch das nochmal. Eine Riesenbeere. Ein bisschen sauer. Ein bisschen? Also sie schmeckt nicht nach Heidelbeere, wie man sich das vorstellt. Sondern sauer. Und wässrig. Das ist leider der Nachteil an Kulturheidelbeeren, ne?
Aber trotzdem, sie sind ja trotzdem gesund. Also von daher. So, Maus, erzähl. Nee, erst muss der Quark im Kühlschrank. Das ist wichtig. Wie lange ist der haltbar? Bis über den Weltuntergang. Und wann haben wir den Weltuntergang, ihr Lieben? Schreibt's in die Kommentare. Schatz, weißt du, wann Weltuntergang ist? Ja, wenn es soweit ist. Nein, jetzt mal ehrlich, gibt's ein Lied. Nee. Ja, kann ich ja erst nicht singen, weil die Schätzlein soll's ja in die Kommentare schreiben. So, die müssen natürlich noch einmal gespült werden. Und jetzt wolltest du eigentlich gucken, ne? Aber ich meine, ihr kennt das ja auch alles schon aus dem Online. Aber kannst dich ja eh nicht drauf verlassen, was hier drin steht. Nee. Haben sie am Ende ja eh nicht, ne? Stimmt. Oh, aber guck mal, Zuckermais. Wenn sie denn kriegen. Ja. Was hast du erlebt, mein Liebling? Du warst ja jetzt viel unterwegs. Also ich kenne eine jetzt in- und auswendig. Ich kenne die Verkäuferin, was vormittags da ist. Ich kenne die Verkäuferin, die nachmittags da sind. Ja, das Tatsache ist ja schon nachmittags. Und bloß wegen so einer Töpfe und ist nicht da. Und alle beide habe ich gefragt. Was mich einfach auch daran so nervt, ist, dass man verscheißert wird. Ne? Dass sie einem dann glauben machen wollen, dass das erst nächste Woche kommt. Aber wir sind jetzt extra nochmal gucken gegangen. Es kann ja sein, dass ich mich im Datum geirrt habe, ne? Nein, heute. Ja. Ja. Ja, naja, was willst du machen? Kannst du nicht machen. Ich versuche natürlich zu sagen, reg dich nicht über Dinge auf, die du eh nicht ändern kannst. Aber das ist immer leichter gesagt als getan. Ne? Warum? Ja. Das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen, dass wenn in dem Prospekt oder online, in den Online-Prospekten eben da das Aktuelle drin ist und du hast was gefunden, was du unbedingt haben willst, dann ist das schon ausgegraut, obwohl diese Woche noch gar nicht ist. Ja, und bereits vergriffen oder irgendwie steht dann da, wo ich mir sage, wie kann das sein? Also, als ich damals bei Aldi gearbeitet habe, gab es das alles nicht, ne? Das war alles irgendwie anders. So, Schatz. Ja. Also, das Wetter, was sagt ihr zum Wetter? Also, wir haben hier warm. Schön, ja. Wir haben bestimmt schon 18 Grad. Denn heute Morgen, ich abgefahren bin, losgefahren bin, waren 16. War richtig schön, ja. Ja, wir haben bestimmt 18 Grad und es wird auch noch wärmer. Mhm. Klärchen ist da, bezogener Himmel, stellenweise manchmal. Und was hat Alexa erzählt? Alexa hat schönes Wetter erzählt. Wir haben uns, ich kann mich mit Alexa unterhalten. Alexa ist eine Bekannte und nicht ja. Die KI, sondern die, wir haben eine Bekannte hier, die, das weiß ich nicht. Die heißt tatsächlich Alexa. Und sie wird natürlich auch ordentlich verkackeiert, ne? Ja. Das tut mir immer total leid, aber ist so. Ja. Gibt's da was Neues? Nee. Die möchte ja auswandern, ne? Ja. Ja. Die aber, fährt ja zu Mama. Und macht den Garten in Ordnung und das Haus. Ja, hat so viel Arbeit wieder vor sich. Ja. Die hat wieder Stress jeden Tag vor sich. So, ich werde jetzt Hühnerkeulen in den Ofen schmeißen oder in die Heißluftfritteuse. Denke, reicht auch. Ja. Und dann gibt es bei uns heute Hähnchenkeulen. Oh. Und der Uwe hat den Rest Tortellini, ne? Den wir gemacht haben. Ach ja. Mhm. Weil ich denke, dir wird eine Keule nicht reichen. Oh, da komme ich ja gut über den Winter. Und meine Haut kriegst du natürlich auch. Nee, nicht meine. Ja, sie sagt deine Haut. Von der Haut. Keule. Ach so. Von der Keule? Ja. Was für eine Keule? Eine Hähnchenkeule. Ach so, ich meine, dachte nur mal, die Keule, die da. Die oberste nee. Keule. Nein, hätte ich ja hier Schweinehüfte oder was gesagt. Nee, Rippen würde ich ja nicht essen. Rippen? Welche Rippen? Na, deine. Lassen wir das. Ja. Ja, also das werde ich jetzt noch schnell machen. Und dann, keine Ahnung, ob der Uwe noch irgendwas geplant hat, aber jetzt erstmal essen. Der Uwe hat geplant, erstmal jetzt im Moment die Beine hochmachen. Wir tun die Beine weh. Ja klar, vom vielen Fahrradfahren. Nur
Seit heute Morgen. Ja, nur unterwegs. Seit 8. bin ich nur bis jetzt unterwegs gewesen. Und ihr kommt den immer, den Uwe, bei uns immer vorbeifahren sehen. So. Also mindestens zweimal. Ja. Tja, so ist es. Ja. Also muss ich dieses Mal andersrum fahren. Naja. Nein. Nicht zu hören, nicht zu sehen, aber zu hören. So, wartet. Okay, dann ran ans Essen machen. Ja. Wir haben gerade Mittag gegessen und wir haben eine Hähnchenkeule gegessen. Haben wir hier in die Fritteuse gemacht. Und das ist weg. Jetzt werde ich Wasser aufsetzen und die Fritteuse richtig auswaschen. Und dann. Und dabei die Minna ausräumen. Die räume ich jetzt schnell noch aus und dann werde ich die Fritteuse abwaschen. Muss ja auch gemacht werden. Dann fasse ich euch mal über den Kopf. Und Kleinkram gleich abdrucken. Wenn noch Rest dran ist im Wasser, trockne ich immer gleich ab. Und die Hähnchenkeule hat sie schön gewürzt. Oh, die Pelle richtig schön knusprig gewesen. Super. Und das hat geschmeckt. Kneipe hier unten, die macht auch Grillen, die grillen schon morgen. Naja, ist ja auch normal. Und Wetter spielt auch einigermaßen mit. Ja, im Großen und Ganzen bin ich doch ein bisschen geschafft gewesen. Von der Fälle rumfahren. Aber muss sein. Und habt aber nicht das gekriegt, was ich kriegen wollte. Wo ich drauf aus war, das habe ich nicht gekriegt. So Mist. Ja. Kann man nichts zu machen liegen. Da hilft alles nichts. Was nicht ist, ist nicht. Dann habe ich vielleicht die Chance, dass es vielleicht Freitag drin ist, diese Teppiche, die Susi haben möchte. Für den Balkon. Mal sehen, vielleicht bringen sie die Freitag drin. Aber dass das nicht mit bei ist. In alle 4 Jahren, wo ich war, nichts. Bloß dann dürfen sie sowas nicht in online stellen. In eine Werbung stellen. So, fertig bin ich mit Abwaschen. Und es sieht wieder aus wie neu. Alles sauber. Dann werden wir mal gucken, was los ist. Und das, was ich jetzt hier abgewaschen habe, ist in den Minna. Das kann trocknen und dann ist das gut. Wenn das trocknen ist, dann stelle ich den Bus nach weg und dann ist die Sache wieder in Ordnung.
So, ihr Lieben, das ist jetzt schon 5:30 und Hermes war immer noch nicht da. Nee. Und wir stehen immer die ganze Zeit wie blöd auf dem Balkon, um zu gucken, ob, ja, ob der Hermesbote kommt. Aber naja, ich glaube, bis 20 oder 21 Uhr liefern die ja aus. Dann fröhliches Stehen, ja. Ja. Also ich kann euch überhaupt nicht sagen, wie sehr mich das hier in diesem Haus abnervt, dass alles kaputt ist und nichts repariert wird und man einfach tatsächlich sein Päckchen und alles hinterher rennen muss, weil die Leute, die das ausliefern, nicht hier reinkommen. Ja, oder es halt gleich gar nicht ausliefern. Ja, DHL dauert halt länger. Ja. Das dauert immer länger bei denen. Naja, also Hermes ist ja sonst immer sehr zuverlässig gewesen, ne? Ja, bist du auf den, wenn sie nicht kommen. Ja, aber ich meine, die können ja nichts dafür, wenn die Klingel nicht gehen. Ich war auch zwischendurch unten, hab dann wieder gekickt. Und die Tür noch offen. Die Tür offen ist. Und die war natürlich zu, logisch. Echt, war Fremder, die zu? Klar, die war zu. Wenn Fremder kommt oder wenn Mieter rausgeht oder rinkommt und die Tür ist offen, ich mach's auch automatisch ja, also immer zu. Sonst ist es aber hier in dem Haus ja eher so gewesen, dass man die Tür aufkriegt, aber nicht zu. Ja. Ja, na gut. Es ist wie es ist, also ein bisschen Zeit ist ja noch, hoffen wir mal, dass es tatsächlich noch kommt. Also in der Sendungsverfolgung steht auch noch, dass es in der Zustellung ist und nicht, dass man uns nicht eingetroffen hätte. Naja, aber wir wollen die Hufe jetzt hochlegen, wie gesagt, ich krieg ja schon Plattbeine vom Stehen auf dem Balkon. und irgendjemand muss ja auch mal hier drin sein, falls es doch hier oben klingelt und man das nicht mitgekriegt hat, das ist halt alles, das ist halt doof alles. Aber ja, wie dem auch sei. Küche ist wieder in Ordnung, Uwe war fleißig, vielen Dank. Bisschen abgewaschen da. Ja. Ich wollte das erst zwischen Männer, ja. Scheiß. Und dann die Strom verjäunen und bis sie dann wieder alles voll ist, die Männer, dass sich das lohnt, das dauert zu lange. Und durch das, durch die Keule, Hähnchenkeule, die ganze Fett und alles, wascht das gleich ab, dann ist das Ding. Vielen Dank, hast du schön gemacht, sieht wieder toll aus. Und an dieser Stelle ist es aber so, weil ich bin auch, Entschuldigung, müde. Sorry. Ja, also ich bin irgendwie ein bisschen geschafft heute, deshalb beende ich hier gerne das Video diesmal. Und die Tür haben wir klappert. Willst du schnell gucken gehen? Ich will jetzt mal gucken und ich... bedanke mich wieder wie immer bei euch fürs Teilen, fürs Liken, für eure lieben Kommentare, für die Liebe darin. Da bedanke ich mich auf alle Fälle. Und es ist soweit, dass wir das sagen, was wir immer sagen. Jetzt fängt er aber noch an zu glotzen, ja? Ich muss den Bus kicken, das ist aber nicht gewesen. Also aber wir sagen das, was wir immer sagen. Seid frisch, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Ciao. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Bis morgen.